Im Wiener Rathaus hat es heute ein Treffen gegeben. Grund dafür die Femizide in Österreich. Ein Problem, das uns ja seit Jahren begleitet, aber gerade in den letzten Monaten ist es noch einmal richtig brisant geworden. Mit dabei bei diesem Treffen war der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, die Frauenstadträtin Katrin Gahl, Fachleute und natürlich auch die Polizei. Und die Frauenstadträtin hat gleich noch einmal festgehalten, dass es konkretes Ziel ist, dass in Zukunft Frauen und Mädchen, die in Wien unterwegs sind, einfach keine Angst mehr haben müssen und sich auch einfach wirklich sicher fühlen können in dieser Stadt. Und da hat man dann auch gleich noch einmal erwähnt, dass in Gewaltschutz und Sicherheitsnetz konstant investiert wird, dass es auch konstant erweitert wird. Und ein konkretes Beispiel dafür sind die Männerberatungen in Wien. Die bekommen etwa 150.000 Euro im Jahr. Das soll jetzt verdoppelt werden auf 300.000 Euro. Und in dieser Männerberatung, da gibt es eben Anti-Gewalt-Trainings. Dorthin können sich Betroffene melden und es gibt sogar psychologische Betreuung. Was auch erwähnt worden ist, es soll eine Studie erstellt werden. Es gibt natürlich zu den Femiziden in Österreich schon wissenschaftliche Studien, die lassen allerdings einen wichtigen Punkt aus, nämlich die Mordversuche. Und genau da wäre es eben interessant hinzuschauen, wie sich Opfer eben auch gegen Gewalt wehren, was im Endeffekt dann auch zielführend ist und eben, wie gesagt, den Femizid verhindern kann. Außerdem ist auch noch einmal erwähnt worden, dass es ja auch 5 Frauenhäuser in Wien gibt, wo sich die Betroffenen hinwenden können und dass diese Gewaltprävention oder dieses Kämpfen gegen Gewalt gegen Frauen schon sehr früh beginnen muss, nämlich zum Teil schon in den Kindergärten und auch in den Grundschulen, denn es geht darum, falsche Rollenbilder zu bekämpfen, einfach grundlegender Sexismus, wie man ihn eben auch gesehen hat bei den unangenehmen Videos, die von der Rapid-Feier aufgetaucht sind. Da heißt dann im Nachhinein immer, das wird natürlich alles nicht so gemeint, aber das muss sich dann eben auch im Sprachschatz wiederfinden und da könnte man eben auch schon in den Schulen anfangen. Schlussendlich hat sich dann der Bürgermeister bei allen Teilnehmern bedankt und auch gemeint, dass eben das Ziel ist, dass sich Frauen in Zukunft in Wien sicher fühlen können.